Alter, was geht ab, Leute? Hier. Pokémon Go ist got down. Und die Gruppen gehen ab. Es wird viel gemunkelt, es wird viel geschrieben. Manche meinen, Gen 4 kommt oder Celebi kommt oder irgendein großes Update. Und deswegen ist gerade alles down. Ich glaube zwar nicht, ich glaube, es sind einfach nur technische Schwierigkeiten, aber wir werden sehen. Wenn irgendwas Krasses kommt, dann seht ihr dieses Video hier nicht morgen. Aber das ursprüngliche Thema von heute, und zwar gab es ja letztens Arctos Day. Und jetzt dann am Wochenende Zapdos Day. Zum Zapdos Day mache ich noch ein kleines Video, Infovideo, was sind 100%, wie läuft es mit den Pässen ab und beste Konter und sowas. Aber für den Arctos Day wurde Arctos von 5 auf 4 runtergestuft. Und ich nehme an, für Zapdos wird es genauso sein. Und vor geraumer Zeit, ein bisschen länger schon her, ich hatte das eigentlich schon länger vor, aber bin nie dazu gekommen. Aber jetzt passt es ganz gut, weil es so in der Art sogar umgesetzt wurde, und zwar wurde gemunkelt, ja nicht gemunkelt, aber eine Fan-Theorie, und zwar ein paar Fans oder ein Fan, keine Ahnung, auf Reddit was gepostet, und zwar seine Eigenkreation von dem besonderen Pass, und zwar der Solo-Raid-Pass. Blende ich hier mal ein, und zwar reduziert er den Raid um 2 Stufen. Ist ein bisschen übertrieben, aber ich fand die Idee an sich nicht schlecht, und es passt ganz gut, weil Arctos auch reduziert wurde. Nicht ganz dasselbe. Da wurde der ganze Raid runtergestuft und nur um eine Stufe, und das ist um 2 Stufen. Aber wie gesagt, ich wollte mal drüber reden, weil ich das ganz interessant finde. Zuerst mal vielleicht um 2 Stufen, das ist eigentlich viel zu viel, also das ist übertrieben. Aber so wie Arctos und dann wahrscheinlich Zapdos um eine Stufe, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Pass mal kommen würde. Weil ich glaube, das würde echt vielen Spielern helfen. Okay, manche heulen trotzdem rum, zum Beispiel beim Arctos Day. Es wurde zwar runtergestuft und es wurde leichter für Dorfspieler zum Beispiel. Aber dann kommen die ganzen Dorfspieler und sagen, ja, wir haben nicht mal Arenen, wo Arctos gekommen ist. Dementsprechend hat das gar nicht geholfen. In solchen Fällen müsst ihr anfangen, Ingress zu spielen. Dann könnt ihr Portale setzen, dann könnt ihr Arenen und Stops pflanzen. Aber das ist ein anderes Thema. Am besten schaut bei Chaos Lady vorbei, die macht sowas. Und hat da ganz gute Videos auf Lager. Aber bezüglich der Raids, wenn sie reduziert werden, mit so einem Pass zum Beispiel, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es sowas dann im Shop gibt oder in Boxen. Leute, die 3 Raids nicht solo schaffen, der Raid würde dann runter reduziert auf 2, könnten sie dann alleine schaffen. Oder 4er Raids, für mich zum Beispiel dann runter auf 3, dann könnte ich die ganzen 4er versuchen. Und dann die ganzen 5er eben runter auf 4, wie beim Arctos Day und wahrscheinlich Zapdos Day. Ja, dann könnte man den zum Beispiel zu Zeit versuchen oder sowas. Und würde einfach, wie gesagt, kleineren Gruppen helfen, Dorfspielern oder was weiß ich, einöde Spieler, Wüstenspieler, die halt keine Raid-Gruppen zusammenbekommen. Und ja, das ist schon ein großes Problem, dass da viele Leute, viele Spieler sind, die nicht genug Spielergruppen organisieren können, um legendäre Raid zu schaffen. Und so ein Pass würde auf jeden Fall helfen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Würde euch das helfen als Kleinstadtspieler, Dorfspieler, Wüstenspieler, was weiß ich, wo ihr euch befindet und keine Raids zusammenbekommt? Wie gesagt, also ich finde das ziemlich geil. Also bei 1er kann man halt nicht auf 0 reduzieren. Aber ja, wie gesagt, für 3er kann man dann auf 2 machen, für ein paar, die Probleme haben. Für mich sehr interessant, 4er auf zu 3. Und dann ein paar 5er runter, für alle, die Schwierigkeiten haben. Wie gesagt, das wurde vor längerer Zeit mal gepostet. So eine Idee für die Community zum Besprechen. Und jetzt hat Niantic das sogar so in der Art umgesetzt. Und Arctos, möglicherweise Zapdos, das habe ich glaube ich schon viermal in einem Video gesagt, auch runtergestuft. Und ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung zu dem Solo Raid Pass unten in die Kommentare. Für alle nochmal, die nicht zugehört haben, die nur den Titel angeschaut haben, das ist nur eine Fantheorie und ich wollte einfach nur eure Meinung zu dem Thema wissen, wie euch so ein Pass gefallen würde. Den gibt es nicht, der wird nicht kommen. Erstmal, vielleicht gefällt Niantic auch die Idee und die setzen es um, aber noch ist es nur eine Idee. Das war's von mir. Über liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Neue Preise, neuer Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.